Herr Steffi, kannst du mal einen Lappen holen? Die Scheiben sind ganz beschlagen. Ich kann die Pflanzen nicht sehen. Aber now, wenn ich die Scheiben vom Flaschengarten putze, dann trocknen die Pflanzen aus. Wieso das denn? Das ist ein abgeschlossenes Ökosystem. Das erhält sich von selbst und es braucht nur Licht von außen. Schau mal, da ist das Wasser. Es verdunstet und läuft über die Wände zurück zum Boden. Aha, die Pflanze gießt sich wohl von selbst. So gesehen ja, sie braucht nur noch Licht von außen. So gehört sie zu den Produzenten im Stoffkreislauf. Sie bauen anorganische Materie in körpereigene organische Stoffe um. Also die Pflanzen würden dann immer weiter wachsen? Fehlt da nicht jemand, der sie frisst? Gut erkannt. Es gibt viele Faktoren, die das Pflanzenwachstum beeinflussen. Das schauen wir uns am besten mal draußen an. Komm! Zu einem Ökosystem gehören auch noch Konsumenten. Da gibt es ganz viele im Nahrungsnetz. Und die Pflanzenfresser sind ein Teil davon. Du meinst wie Kühe oder Schafe. Aber auch die Tiere im Wald wie Rehe und Hasen. Genau. Und dann gibt es noch die Destruenten, die Zersetzer. Das sind Schneckenarten, Würmer, verschiedene Käferlarven und Bakterien und Pilze. Deren Aufgabe ist es, abgestorbene Tier- und Pflanzenteile in anorganische Materie umzuwandeln. Und das sind die Nährstoffe, die die Pflanzen dann wieder zum Wachsen brauchen. Und so geht der Kreislauf immer weiter. Das ist ja ein raffinierter Kreislauf. Kann man so einen Flaschengarten auch selber machen? Klar, das geht ganz einfach. Für dieses Ökosystem brauchen wir Folgendes. Ein leeres Joghurt- oder Bonbonglas, ein bisschen Holzkohle als Wasserspeicher, natürlich Erde, dann noch ein bisschen Kies oder Sand, der lockert den Boden auf und natürlich verschiedene Pflanzen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euren Flaschengarten natürlich auch noch ein bisschen dekorieren. Gut, dann fangen wir mal an. Zuerst machen wir natürlich die Holzkohle rein. Na, das muss nicht viel sein, einfach unten so ein bisschen was im Boden verteilt. Dann kommt die Erde rein. Ich habe mir hier so einen kleinen Stock zurechtgelegt, da kann man immer die Sachen noch mal ein bisschen reindrücken. So, dann zwischendurch noch ein bisschen den Kies. Den mischt ihr am besten so ein bisschen unter. Wie gesagt, das lockert dann einfach den Boden so ein bisschen auf. Und das ist auf jeden Fall gut für die Pflanzen. An Pflanzen könnt ihr einfach jetzt zu dieser Jahreszeit natürlich ein bisschen schwieriger. Aber nehmt ihr einfach Moose. Die haben meistens eh schon selber noch ein bisschen Erde unten dran. Könnt ihr so reinmachen. Oder ein bisschen was vom Löwenzahn oder einfach verschiedene Gräser. Da könnt ihr einfach sehr flexibel sein. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hauptsache ein bisschen Wurzel ist noch da, damit die sich unten auch ein wenig vergraben können. So, dann stopfen wir das nochmal ein bisschen nach, dass es auch ein bisschen verfestigt wird. So, und ich habe mir jetzt noch ein paar tolle Bucheckern gesammelt. Die packe ich jetzt einfach vorne noch ein wenig als Deko rein. Die sind jetzt hier zwar ein bisschen groß, aber das macht dann nichts. Machen wir ein bisschen runter. Wichtig ist, die erste Zeit, ihr müsst auf jeden Fall beim ersten Mal den Flaschengarten noch ein wenig gießen. So, natürlich, dass nicht alles daneben geht, aber ich denke, ihr kriegt das schon hin. Und dann könnt ihr einfach euren Flaschengarten schließen und am besten ihr findet einen sonnigen Ort. Er darf nicht zu sonnig sein. Hauptsache, er kriegt so ein bisschen indirektes Licht und dann schaut ihr immer wieder, ob sich Wasser an den Seiten gesammelt hat und in den Boden zurückläuft. Ja, und das ist, wie gesagt, auch ein super schönes Geschenk. Ihr könnt auch kleine Tiere reinpacken oder andere Sachen. Dann wünschen wir euch viel Spaß. Über Fotos von euren Flaschengärten per Mail an info@bionikum.de oder auf Instagram.